viel Lärm macht krank, egal ob er von der Straße oder von der Schiene kommt. Deshalb hat der Deutsche Bundestag beschlossen, den sogenannten Schienenbonus der Bahn abzuschaffen, erklärt Michael Kauch, umweltpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Bisher hat die Bahn ein Privileg, nämlich wenn man eine neue Bahnstrecke baut, dann muss man weniger Lärmschutz für die Bürger machen, als wenn man eine Autobahn baut. Und wir sagen als FDP schon seit vielen Jahren, Lärm ist Lärm. Die Bürger sind davon betroffen, an den Autobahnen genauso wie an den Schienenstrecken. Und deshalb muss die Deutsche Bahn jetzt künftig auch den gleichen Lärmschutz machen. Das heißt, die Bahn muss künftig ihre Planung bei Neubaustrecken lärmarmer ausrichten, aber auch den Bürgern im Zweifel Lärmschutzfenster bezahlen. Denn die Belastungen nehmen zu. Wir haben Studien, nach denen Lärm beispielsweise das Herzinfarktrisiko erhöht. Das heißt, wenn Sie dauerbeschallt werden von beispielsweise Bahnlärm, dann kann das gesundheitliche Folgen haben. Und es ist eben so, dass heute Güterzüge eben deutlich länger sind als früher, deutlich häufiger fahren, gerade auf den Hauptstrecken. Und deshalb gerade in der Nacht der Bahnlärm zunimmt. Und deshalb müssen wir hier handeln. Wenn der Bundesrat zustimmt, tritt die Änderung des Bundesemissionsschutzgesetzes, das den Lärmschutz regelt, 2016 mit dem neuen Bundesverkehrswegeplan in Kraft. Bis dahin gibt es bei umstrittenen Projekten die Möglichkeit, die neue Lärmschutzbestimmung bereits jetzt umzusetzen. Wir haben ja einige Bauprojekte, die die Bürger ganz aktuell bewegen. Das betrifft insbesondere den Bereich im badischen Raum, also die Neubaustrecke am Rhein, aber auch beispielsweise Projekte am Niederrhein in Nordrhein-Westfalen. Und dort haben wir eine Bestimmung aufgenommen, dass die Planungen künftig auch schon freiwillig ohne diesen sogenannten Schienenbonus gemacht werden können. Das heißt, wenn beispielsweise die Deutsche Bahn in der Abwägung der Bürgerinteressen oder das jeweilige Bundesland die Finanzierung des teureren Plans übernimmt, dann kann das ab sofort geschehen.